Hallo, ihr lieben Leseratten, und herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht es um Die Speed Queen von Stuart Onan. Ich habe das Buch aus dem Antiquariat in Brunner und ehrlich gesagt hatte ich es aus Versehen geholt. In dem Sinne, dass ich den Autoren verwechselt habe. Ich hatte damals, schon ein bisschen länger her, innerhalb von 2 Jahren 2 Bücher mit dem Namen Halloween gelesen. Eins davon war von Ray Bradbury und eins war von Stuart Onan. Und das von Stuart Onan, das war jetzt nicht so mega. Es war okay, aber ich fand es nicht so mega. Und das von Ray Bradbury hatte mich aber total umgehauen. Und als ich diesen Titel, oder besser gesagt, dieses Buch gesehen habe mit dem Autoren, habe ich mir gedacht, von dem hast du Halloween gelesen. Das war gut. Ich habe aber die beiden Halloween-Bücher verwechselt gehabt. Also deswegen, ich dachte, es wäre Ray Bradbury. Aber es war Stuart Onan. Und ja, ich hatte das Buch jetzt einfach dann geholt. Habe das erst zu Hause gemerkt und habe mir dann gedacht, okay, was soll's. Es ist jetzt eh zu spät, du hast das Buch sowieso geholt. Also gibst dem Ding einfach mal eine Chance. Außerdem klang das hinten drauf ganz interessant. Da stand jetzt aber nicht so viel. Das war jetzt eine sehr, sehr knappe Zusammenfassung. Auf jeden Fall wusste ich nur, es geht um Drogen oder Autos. Eins von beiden. Ich hatte es mir nicht so genau durchgelesen und hatte dann, wie gesagt, auch noch den Autoren verwechselt. Aber naja, ich habe das dann einfach so hingenommen und habe es auch angefangen zu lesen. Und ich war sehr überrascht am Anfang, ehrlich gesagt, dass das Buch sehr anders war, als ich es mir vorgestellt habe. In Die Speed Queen erzählt uns nämlich eine Frau namens Margie Standiford von ihrem Leben. Sie ist gerade, naja, sie steht kurz davor, umgebracht zu werden. Sie ist zum Tode verurteilt worden durch Giftspritze, glaube ich. Und ja, es sind nur noch ein paar Stunden, bis ihr Leben zu Ende sein wird. Und sie nutzt diese, um auf ein Band zu sprechen, was alles so in ihrem Leben passiert ist, wie sie auf die schiefe Bahn kam, warum sie es gemacht hat, bla bla bla, so alles in der Art. Sie nimmt es auf für Stephen King, was mich auch sehr irritiert hat, weil ich mag ja Stephen King persönlich nicht so sehr. Nur wenige Sachen von ihm. Also ich bin ja überhaupt nicht der Stephen King-Mensch und mich hat es total aus der Bahn geworfen, dass in diesem Buch hier geschrieben wurde, dass sie das für ihn aufnimmt, damit er ihre Geschichte irgendwie in ein Buch verpacken kann. Ich fand die Idee so cool. Auch wenn es um Stephen King ging, konnte ich ja jetzt nichts für, aber die Idee an sich fand ich so geil, dass es mich ein bisschen geflasht hat, bin ich ganz ehrlich. Er hat ihr irgendwie eine Liste geschickt mit 114 Fragen, glaube ich, waren es. Das sind so die Kapitel, die wir da in dem Buch vor uns haben. Es ist nicht bei jedem Kapitel ersichtlich, was die Frage dazu ist, weil die Frage nicht dasteht. Bei manchen erklärt sich das so aus dem, was in dem Kapitel steht, aber bei manchen war ich mir echt nicht sicher, was die Frage dazu ist. Ist aber auch nicht wichtig. Es war ein sehr merkwürdiges Buch, aber vor allem, weil es sich so realistisch angefühlt hat. Also Margie springt immer mal hin und her in Themen und dann greift sie noch was auf, was sie vorher schon erzählt hat, oder sie greift was vor, was ich später noch erzählen möchte. Und es ist eben sehr realistisch, weil wir Menschen, wir machen das halt so, ne? Wenn wir uns mit irgendjemandem unterhalten und irgendwas erzählen, dann kann es immer mal passieren, wir vergessen kurz was und dann fällt es uns wieder ein und wir kommen nochmal drauf zurück. Und genauso, ja, ist es halt in dem Buch. Also es hat sich sehr realistisch angefühlt. Ich fand die Idee, wie gesagt, wahnsinnig geil. Dass sie das für Stephen King da aufnimmt. Es sind natürlich auch zahlreiche Anspielungen auf Stephen King Bücher drin. Sie hat scheinbar, also Margie hat scheinbar sehr viele Bücher von ihm gelesen und erzählt dann auch immer mal so, da fand ich die Verfilmung nicht so gut und da hat mir das und das nicht gefallen, aber es ist ja ihr Buch und sie sind der Autor. Aber lassen Sie mich nicht so schlecht dastehen und sowas in der Art. Ich fand das Buch echt cool, muss ich sagen. Also es hat sich so angefühlt, als ob das tatsächlich eine Aufzeichnung sein könnte von jemandem, der das halt gerade aufnimmt. Und ja, sie erzählt uns auch immer mal so aus dem, wie nennt man das da, Todestrakt. Ich weiß nicht so richtig, wie man das nennt. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Weiß ich echt nicht mehr. Also ich habe mich jetzt nicht so sehr damit beschäftigt.
Ich weiß auch gar nicht, ob die Todesstrafe jetzt in den USA immer noch so durchgeführt wird oder nicht. Keine Ahnung. Und dann so zwischendurch, wenn sie dann so Gedankengänge hat, so, sie können jetzt auch auf dem elektrischen Stuhl sitzen, aber stattdessen bekommt sie eine Giftspritze. Das war sehr surreal alles. Ja, es war sehr, sehr, sehr anders, als ich mir vorgestellt habe, um ehrlich zu sein. Ich habe einen Roman erwartet und nicht so was, wie es jetzt war. Es war halt eher so eine Art niedergeschriebenes Tonband-Tagebuch-Ding. Aber es hat es mir sehr interessant gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, als Roman hätte es mir nicht so gut gefallen. Aber so, muss ich sagen, war ich recht begeistert davon. Es hatte auch sehr viel Dynamik im Vergleich zu Halloween. Bis jetzt kenne ich ja nur die zwei Bücher. Ich habe aber auch bei Wikipedia gelesen, dass das wohl auch eins der dynamischsten Bücher von Stuart Onan waren und die danach eben nicht so viel Action hatten, sondern die Action sich eher im Kopf abgespielt hat oder irgend sowas in der Art. Ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Das Buch ist auch, ich weiß auch nicht, so also richtig spannend fand ich sie nicht, aber es war, ich weiß auch nicht, es wurde nicht langweilig trotzdem, muss ich sagen, fand ich zumindest. Also, Antje hat es auch gelesen und sie fand es nicht so toll. Aber ich weiß nicht wieso. Also sie fand es langweilig. Ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber okay, das empfindet halt auch jeder anders. Meine Ausgabe ist von 1998 und die Originalausgabe ebenfalls unter demselben Titel, The Speed Queen, erschien 1997. Es ist auch Stephen King gewidmet, steht hier vorne. Und es war, ich fand es total cool, ganz ehrlich. Ich fand es wesentlich, wesentlich besser als Halloween. Und da, das ist immer ganz gut. Es hat insgesamt 254 Seiten. Also es ist auch sehr leichte Lektüre, fand ich. Also es ist jetzt nichts irgendwie mega Ausschweifendes, wo man irgendwie nicht versteht. Sondern es ist eine ganz normale Frau, einfach, die uns was erzählt. Also nicht uns, sondern Stephen King, was erzählt. Was ich mir ein bisschen anders vorgestellt hatte, war, es stand ja drauf, dass sie auf schnelle Autos abfährt. Das hat man jetzt in dem Buch jetzt nicht so sehr gemerkt, fand ich. Also ich hätte jetzt, also meine Erwartungshaltung war, dass es irgendwie noch um illegale Autorennen geht oder so. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam, weil es nirgendwo irgendwas in der Art stand. Ich meine, hinten drauf oder innen drin ist dann auch noch eine kleine Beschreibung, was passiert. Es steht da nirgendwo. Es steht nur, ich mag schnelle Autos. Aber irgendwie hat sich in meinem Kopf dann sofort dieses Bild entwickelt, dass es hier irgendwie um illegale Autorennen geht. War aber nicht der Fall. Aber sie erwähnt ab und zu mal Autos. Sie hat sich da wohl mit ihrer Familie, mit ihrem Vater sehr viel über Autos unterhalten und hat da ganz viele verschiedene, weiß ich nicht. Also sie hatte ein sehr großes Wissen über Autos, was sie auch ab und zu mal hier zum Besten gibt. Aber ansonsten, es war nicht so, wie ich gedacht hatte, dass es irgendwie was mit illegalen Autorennen zu tun hat. Ja, und nebenbei geht es natürlich noch um Drogen, habe ich ja auch schon erwähnt, dass das auch so meine Erwartungshaltung war, was den Titel anging. Und das ist natürlich auch der Fall. Auch das hätte ich mir ein bisschen extremer vorgestellt. Also es ist jetzt, Drogen ist jetzt nicht so das zentrale Thema in dem Buch. Ich kann auch gar nicht so richtig sagen, was eigentlich das zentrale Thema in dem Buch ist, bin ich ganz ehrlich. Also, nee. Es sind sehr viele verschiedene Themen, die hier aufgegriffen werden, von Margie. Und es geht dann alles so ein bisschen ineinander über. Ja, also ich fand es, wie gesagt, sehr gut. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute das Buch vielleicht langweilig finden. Es kommt, glaube ich, immer auf die Erwartungshaltung an und auch was man normalerweise so liest. Ich fand es sehr gut, weil es sich sehr abgehoben hat von anderen Büchern in dieser Art, würde ich sagen. Und ja, also es hat mich ein bisschen umgehauen. Es gab mal Negativpunkte, aber nicht so viele Negativpunkte wie bei Halloween. Und wenn ich jetzt irgendwann noch was von Stuart Onan sehe, dann werde ich ihn bestimmt auch nicht mehr mit Ray Bradbury verwechseln, weil ich werde automatisch an die Speed Queen denken und mich positiv daran zurückerinnert. Zurückerinnern. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich den Satz richtig gesagt habe. Ist egal. Also ich fand es, wie gesagt, recht cool, muss ich sagen. Und ja. Vielleicht schaut es euch mal an, vielleicht auch nicht. Ich habe 1 € dafür bezahlt im Antiquariat bei uns. Da ist nichts Teures. Es kostet alles quasi gleich viel. Ja. Es steht auch gar nicht drauf, wie viel es eigentlich kosten würde. Ich habe es nicht nachgeguckt, es tut mir leid.
Und ist ein Rowohlt-Taschenbuch. Habe ich auch noch nicht gesagt. Das war es jetzt aber erstmal von meiner Seite. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.